Ich weiß, dass Leo ein Top-Tätowierer ist und dass sie mit der Qualität des Tattoos wirklich mega, wirklich am Ende glücklich sein wird. Deswegen, also ich kann die mit gutem Gewissen abgeben. Aber das ist bei uns immer was Besonderes. Wir mögen uns, wir kennen uns lange und es ist ja nicht einfach tätowieren. Der Smalltalk fehlt und man hat dieses persönliche Ding halt nicht. Aber ich gehe mit ihr nachher noch was trinken und dann passt das auch wieder. Hoffentlich ist Pia nicht nachtragend, aber bei Leonardo ist sie in den besten Händen. So, I get this one here. It's really nice, yeah. All right. Yeah. Black or gray. I have to change a little bit the detail here. It's too small. Yeah, yeah, okay. Yeah. I want it. Yeah. Okay. So about like. Yeah. 10. Yeah. All right, cool. Do it. So I just need to print. Okay. Okay. Fine. Perfect. Mit der Auswahl des Kompasses hat Leonardo Pias Geschmack schon mal getroffen. Dann kann es direkt losgehen. Yeah, cool. Very nice. Why compass? Because it reminds me to choose the right direction every time. Ah, okay. Yeah. So you don't get lost. Yeah. I hope so. Okay. Yeah. Let's go. Ich bin jetzt nicht überschmerzempfindlich, aber tätowieren tut halt einfach weh. Innenarm geht, es ist okay. Es gibt andere Stellen, da habe ich schon auf der Liege gelegen und geweint. So I hope after your tattoo you know which direction you have to go tonight. Yeah. To the next bar. So that's just only when you drink, you remember where you're from. Then it will be good if you put the, you know, like your name and your address in the t-shirt, you know. Is Daniel stressed all the time or just because of the convention? Well, he started to get a lot of stress since, the kids is coming. You know, he have a lot of work. It's not about the kids, but it's a lot of work. And then also the show manager, he get a little bit stressed because for us, it's really like big change in the shop, you know. Have you got a new one? Yeah, it's a new show manager. This is Judy. You don't know her? Never saw her? I saw her one time before, I think. Yeah, we get a really, really, like, big confrontation every time, you know? Oh, okay. Because of the, I mean, with me, it's just only appointment that I don't want her to, I need time. Yeah. So she don't know a lot of stuff about tattoo business, you know? And with Daniel, it's also stressful because, you know, like, come to the shop, if we have a stress, Daniel will get a stress, you know? Yeah. Pia muss gerade nicht gestresst sein und kann sich entspannen. Sind Tattoos eigentlich gesellschaftsfähiger geworden? Es gibt immer wieder Situationen, wo man komisch angeguckt wird, weil man tätowiert ist. Aber mittlerweile finde ich schon, es gibt so viele Leute, die tätowiert sind. Und durch so Conventions, durch solche Veranstaltungen wird das gesellschaftsfähiger gemacht und mittlerweile würde ich sagen, ist jeder Dritte tätowiert. Von daher, in 10 Jahren guckt sich keiner mehr um, glaube ich. Zumindest trägt nun Leonardo mit seinem Kompass dazu bei, dass Pia immer den richtigen Weg findet. Yeah, thank you. Very, very beautiful, really. Yeah, you like it? Yeah. Make you happy? Of course. So now you know where you have to go, huh? Yeah. Leonardo hat super Arbeit geleistet. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Motiv. Es ist schön geworden. Ich bin glücklich. Mein Arm schwillt jetzt ein bisschen an, damit muss ich leben, aber das geht ja auch wieder vorbei. Sophia. Thank you very much. Yeah, hope to see you soon in Berlin, maybe. Let me know. Okay, thank you. I'm very happy. Thank you. Bye bye. Chef Daniel ist zwar im Dauerstress, schaut trotzdem beim Stand nach dem Rechten und vermisst jemanden. Du machst aber, wo ist eigentlich diese Judy? Ich renne hier durch die Halle. Keine Ahnung, Alter. Ich bin hier seit Stunden am Stand und bin hier alleine. Keiner da. War die überhaupt schon mal hier heute? Hab die noch nicht gesehen. Noch gar nicht. Doch, ich geh mal an die Bühne, mal gucken, ob ich wieder hab. Geh gucken. Während Daniel verzweifelt Judith sucht, verschläft er eine seiner anderen Verpflichtungen. Seine Co-Moderatorin Nick steht allein auf der Bühne. Ey Nick, es tut mir total leid, aber... Wo warst du denn gerade wieder? Ich hab den Kopf voll, Alter, ich sehe ihn nur durch. Es kotzt mich selber an und ich
fertig moderieren, dann renne ich hier durch die Halle. Das ist der Wahnsinn, ich habe Chaos, Alter. Ja, das Problem ist aber, dass wir hier einen Job zu machen haben. Es ist halt scheiße. Weißt du, du hast einfach viel zu viel krass um die Ohren. Es ist einfach too much gerade. Aber bitte, bitte, bitte lass mich nicht immer auf der Bühne im Stich. Ey, das ist zu viel gerade. Das ist echt nervig. Es tut mir leid. Ja. Auch das noch. Alles scheint schief zu laufen. Es hilft nichts. Daniel muss endlich Judith finden und mit ihr reden. Er entdeckt sie backstage zusammen mit ihrer Band, die sich gerade auf den Auftritt vorbereitet. Alter, die haben den mega Stress am Start, die sucht dich überall. Daniel, ich sing mich ein. Ey, das ist auch alles okay, aber was ist mit dem Stand? Daniel, ich muss mich einsingen, ich hab gleich ein Konzert. Kann ich dich mal kurz reden? Funktioniert das einfach? Die haben den Stand auch noch, das fliegt auseinander, die hauen alle ab, jeder macht hier, was Daniel, er will. Ich muss singen, ich muss gleich auf die Bühne. Ey, trotzdem müssen wir hier eine Lösung für alle Seiten finden. Jetzt endlich mal irgendwie meine Ruhe, weil es scheint irgendwie alles über mir zusammenzubrechen. So, ich denke permanent auch an meine Frau und ich werde Vater irgendwie und ich mache irgendwie alles verkehrt. Keiner will mich mehr, keiner will miteinander, jeder wird hier irgendwie gemobbt. Ich habe so eine Situation echt noch nicht erlebt. Ich glaube, ich bin zum ersten Mal seit vielen Jahren überfordert und weiß irgendwie nicht weiter. Sind Daniels Pläne jetzt endgültig gescheitert? Der zukünftige Familienvater ist vollkommen niedergeschlagen. Vielleicht hat Tutu einen passenden Rat für ihn. Nachdem das Baby kommt, stehe ich irgendwie unter Druck. Ich denke, ich muss alles irgendwie perfekt machen und mache dabei jeden Scheißfehler, den es gibt. Weil ich krieg's nicht mehr hin, das Kinderzimmer fertig zu machen. Ich krieg da nicht mehr das hin, so. Ich fühle mich dabei richtig scheiße und schlecht. So, weißt du, dann komme ich in den Laden, ich versuche für diese Judy zu kämpfen und zweifle an der auch, weil jedes Mal, wenn ich die wirklich brauche, ist sie gar nicht da. Auf einmal hast du recht. Ich bin aber auch so, dass ich die auch irgendwie mag und die ist gar nicht verkehrt. So. Aber die ist ja nie da. Ja. Die ist ja ständig im Todstuhl. Die hilft dir ja nicht wirklich. Aber weißt du was? Ich verstehe das sogar. Weil das ist ihr Traum. Ich weiß auch nicht weiter. Am Ende passt die schon zu uns. Und ich denke, irgendwann wird sich das mit der Musik auch wieder einkriegen und sie wird begreifen, wie wichtig das ist. Vielleicht irre ich mich aber auch wirklich auf allen Ebenen und ich versuche hier was zu erzwingen, was gar nicht da ist. Wir haben das bisher immer alles hingekriegt. Das kriegen wir auch jetzt hin. Daniel scheint es echt nicht gut zu gehen. Wahrscheinlich habe ich da auch ein bisschen was dazu beigetragen. Aber jetzt, wo er halt auch Vater wird, muss ich das, ja, werde ich mich mal ein bisschen zusammenreißen und das ein bisschen in die richtige Richtung biegen. Ich liebe Tutu für das, was sie ist. Sie ist sowas wie meine Ersatztochter. Sie ist sehr speziell, das muss sie auch sein, sonst könnte ich sie nicht so mögen und lieben. Und ich glaube, sie weiß, spätestens wenn sie mich so sieht, sie weiß, wann ich spiele und wann ich wirklich eine Emotion habe oder wann es mir wirklich dreckig geht. Spätestens dann weiß sie, dass sie vielleicht auch einen kleinen Fehler gemacht hat und dann lenkt sie auch ein. Und genau das ist das, was ich meine mit Klassik-Tattoo und Familie. Wenn so eine Reaktion nicht mehr folgen, dann kann ich die ganze Buchte auch verkaufen und dann ist Schluss. Daniel kann und will sein Team nicht aufgeben. Der Chef möchte einen letzten Versuch unternehmen, die Tattoo-Familie zusammenzubringen. Hey, ihr zwei. Ja, was ist das? Gleich tritt Judith auf. Ich weiß, dass wir eine Menge Stress haben, dass alles scheiße gelaufen ist die letzte Zeit, aber lass uns zur Bühne gehen und gucken, was sie da macht. Das ist mir echt wichtig. Ja, dann machen wir für Krause, oder? Nein, okay. Komm, wir gehen rüber. Tschüss. Team Krause folgt seinem Chef und Judith ahnt backstage nicht, dass ihre Kollegen Position vor der Bühne beziehen. Aufgeregt, wie viel gleich vor der Bühne los ist. Und so langsam kommt so das Adrenalin und ich konzentriere mich. Ich bin schon ganz schön aufgeregt. Rückt mal ein bisschen näher. Ich würde jetzt wirklich gerne mal, weil ich liebe diese Frau, so, die ist toll. Ihr kennt die alle von der Voice of Germany. Nur weil sie da eine Frisur hat. Ja, genau. Wir sagen mal, wir sind Brüder. Ich hätte jetzt gerne mal wirklich den geilsten Applaus, den wir bis jetzt gemacht haben. Und wir rufen jetzt mal auf die Bühne Judith van Heel. Let's go out with the bang, bang, bang.
perfekten Auftritt hin und fasziniert ihr Publikum. Daniel war immer ihr größter Fan. Aber auch die restliche Crew scheint sichtlich beeindruckt von ihrem Auftritt zu sein. Judith gehört auf die Bühne. Und das scheinen nun alle zu erkennen. Wow, das ist Judith pur. Was für ein Auftritt. Die hat so eine tolle Stimme. Mir ist warm ums Herz geworden und allen anderen auch. Das macht mich jetzt irgendwie glücklich, weil ich habe jetzt am Ende doch irgendwie die Hoffnung, dass sich das wieder glättet. Dankeschön. Alles so was von. Als ich rübergeschaut habe, habe ich gesehen, dass wirklich alle unten standen. Tutu, Leo, Daniel, alle waren da. Und es hat einfach mein Herz so berührt, weil ich gedacht habe, Musik berührt doch irgendwie alle Leute und damit kriegt man die Leute. Und irgendwie, naja, war es so friedlich. Es war total schön. Hast du sehr schön gemacht. Lass dich umarmen. Lass uns nochmal von vorne anfangen, okay? So schön. Yeah. That about me? My me. Everything is going better, you know. I hope, I'm like, best for her, best for us. So get a nice laugh. Ich glaube, das wird schon cool mit Judith. Ich hoffe einfach, dass es so weitergeht, wie wir jetzt hier geendet sind. Und ich bin auf jeden Fall offen dafür, dass wir nochmal von vorne anfangen. Es tut mir so leid wegen vorhin, aber es ist wirklich stressig, Alter. So. Ich will einfach nur, dass alles funktioniert und dass wir es auf die Reihe kriegen und wir kriegen das hin. Wenn du nur halb so guter Shopguide wirst oder Manager, wie du singst, dann ist doch alles schon okay. Keine Ahnung, wie der Plan für die Zukunft ausgeht, aber der Moment eben, der war so toll, dass ich sage, hey, alles ist geil und jetzt freue ich mich auch wieder auf die Dinge, die kommen. Und wenn ich für dich fliegen muss. Und 6 Wochen später ist es soweit. Chef Daniel ist jetzt Papa Daniel. Seine Frau Monique hat eine gesunde Tochter zur Welt gebracht. Und das gesamte Classic Tattoo Studio ist ihr verfallen. Ein Familienmitglied mehr. Herzlich willkommen. Wenn ich für dich fliegen muss, krieg mir das irgendwie hin. Ich nehme dich mit in meine Welt und ich zeig